Neuer Tag, neues Glück hier im Haus. Ja, wie ihr gerade eben vielleicht schon ganz flott gesehen habt, Bella ist fertig mit der Wand streichen. Also Elefantenhaut ist jetzt auch drauf. Yay, super gemacht, mein Engel. Mein geliebter Schatz ist jetzt gerade auch dabei, die Steckdosen und so weiter abzuschrauben und auszutauschen, damit die alle einheitlich sind und hübsch. Selbstverständlich haben wir den Strom dafür abgestellt. Immer wenn ihr sowas tut, achtet auf Sicherheit. Safety first. Das ist insbesondere, wenn man an der Steckdose rumhämmert. Was zum Teufel tust du da? Hier gibt es einen Staubsauger, das sind tote Tiere. Nee. Mahlzeit! Hier ist jetzt auch endlich der Teppich oben, der dann... Wisst ihr? Jetzt hat er kein Funkgerät mehr, weil er es irgendwo hingelegt. Nein, ich hab's cool. Das ist gerade am Boden gefallen. Das ist meins. Wisst ihr? Jetzt hat er sein Funkgerät nicht gefunden. Also jetzt hat er's und wirft dafür meins runter. Auch ein guter Tipp beim Renovieren, immer Funkgeräte, das ist awesome. Dieser Teppich kommt dann da rein. Oh Gott, Teppich verlegen. Habe ich jetzt vor ungefähr 1000 Jahren mal gemacht. Mal schauen, was das gibt, aber ich bin zuversichtlich. Perfekter Stuhl. Nachdem wir hier jetzt die Kabelkanäle festgemacht haben, wird dann an die Zwischenwand, wie bereits erklärt, der Netzwerkschrank dran gemacht. Und zwar dieser hier. Und damit an die Kabel nichts drankommt, die oben eingeführt werden, haben wir hier Kabel abisoliert und machen das Ganze als Kabelschutz dran. Jo, damit eben durch die, wie nennt sich das, Schnittkanten, dass da eben keinerlei Probleme entstehen. Und der Spaß kommt jetzt dann ganz oben unter die Decke. Yeah, damit man möglichst platzsparend hier ist, denn das wird ja mein Studio hier hinten, die Wand, ihr könnt es euch schon vorstellen, da wird dann die Livestreams zum Fußball werden da aufgenommen. Jo. Aber genug geredet, ran an die Arbeit. Yeah, ist an der Wand, läuft saustark. Gut, das ist jetzt aber natürlich erst der Anfang. Denn die Kabel müssen natürlich auch noch rein. Und wir haben noch nicht überall die Schächte verlegt. Da geht's jetzt weiter, ne Fadi? Wuhu, die erste Steckdose ist drin. Sieht toll aus, Schatz. Hast du wirklich gut rausgesucht, wenn man mich fragt. Denn so werden dann auch die Lichtschalter und so weiter, ne? Wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Weiße Schalter, schwarz drumherum. Ja. Sieht sehr, sehr nett aus. Und wir werden jetzt diese lange Teppichwurst in diesen Raum schleifen und dann Teppichboden verlegen. Ach du Scheiße. Meinst du, wir bekommen das hin? Müsst ihr. Das war eine gute Antwort. So, der Teppich ist im Raum und jetzt sage ich, Elemene, Megen, Teppich, tu dich verlegen. Hex, Hex. Nein, leider funktioniert die Scheiße nicht so schnell. Aber er liegt. Und hier ist es, wie wir es gemacht haben. Das Gebirge aus, wie nennt man das? Teppichfalten. Genauso wird er jetzt festgemacht. Fertig. Vollkommen egal, ob da... derartige Hubbel sind oder was, das macht nämlich das Drüberlaufen zum Abenteuer. Nein, natürlich. Jeder, der mal Teppichboden verlegt hat, der kennt die Problematik. Aber wir kriegen das hin, ne, Fadi? Ja. Genau. Könntest du mal runtergehen? Nö. Nein. Ich werde hier mit... Ach so, genau. Einfach mit Schwung ziehen, genau. Komm mal. Verbindung. Ah. Ja. Doch, hinne. Was? Hinten. Soll ich an die bringen? Wisst, man kennt von nur die erste Abschneide von der Messer.
Ja, mach ich gleich. Hallo, ihr Freunde. Ich mach jetzt mein Sonntagsschläfchen. Mach es. Nein, die erste Kante ist gemacht. Und Fadi, was sagst du? Wunderbar. Wunderbar hat das der Matthias gemacht. Wunderbar. Ja. Glücklicherweise kommt ja eine Zierleiste hin, da fällt es gar nicht so auf, dass ich Scheiße gemacht habe. Und hier, meine geliebte Frau, auch sie macht ein Schläfchen. Das stimmt nicht. Sie ist auch ganz fleißig am Arbeiten. An dieser Stelle möchte ich mich übrigens ganz, ganz herzlich beim lieben Joachim bedanken, der uns damals hier diese absolut grandiosen Teppichbodenmesser geschickt hat. Vielen, vielen Dank, echt, das ist mega, denn es hilft nicht nur beim Schneiden der kleinen Kabelkanäle, sondern natürlich auch, wie so Teppichbodenmesser auch normalerweise benutzt werden für einen Teppichboden. Wie überraschend. Aber nee, echt, die sind richtig geil, also wirklich vielen, vielen Dank. Wie ihr alle wisst, ist meine geliebte Frau eine Günstlerin, wie man schön auf Französisch sagt. Darum hat sie hier aus den alten Teppichstücken das gemacht. Für im Bad. Vorleger. Alter, das hat sie richtig nice geschnitten, ey. Das gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Ist übrigens natürlich auch im Stile von den Ecken gehalten. Also richtig geil. Was sagst du? Schau hierher auf den Teppich. Das sieht man sofort, wenn die Toilette wieder tropft. Oh Gott, nie wieder, nie wieder. Das macht keinen Spaß mehr. Nein. Also, aber ihr wundervollen Menschen, ich würde sagen, wir machen Feierabend. Denn es ist jetzt schon wieder 6:30. Was haben wir geschafft heute, Schatz? Nicht viel. Im Schlafzimmer Teppich verlegt. Der bleibt jetzt erstmal liegen und ruht sich aus. Genau. Dann, ich habe die Reste ein bisschen verwertet. Und ja. Was ihr unten geschafft habt, weiß ich aber nicht. Die Kabelkanäle weiter dran gemacht. Da sind wir jetzt echt soweit fertig. Okay. Das ist sehr, sehr schön. Und du hast noch die ganzen Steckdosengedönse abgemacht. Ach so, ja, habe ich alles abmontiert. Denn ihr habt ja gesehen, dass wir das auch... Ja. Aber halber schon mal dran mutiert. Dran montiert an einer. Sieht gut aus. Ja, denke ich auch. Gut, Leute, das war's dann schon wieder für heute. Wie immer hoffen wir, dass euch diese Folge gefallen hat. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein. Tschüss. Ach genau, PV. Und das heißt nicht Postskriptum, sondern Postvideo rum. Im Kopf klang es echt lustiger. Ich bin hier in Bellas Lese- und Bürozimmergedöns. Yay, sie hat den Rest gestrichen. Jetzt ist alles schön einheitlich. Gut gemacht, Schatz.